politische Frage. Es ist keine Frage an mich, es ist keine Frage an den Bezirksamt oder an den Bürgermeister, sondern man spricht heute, oder man, sagen wir so, man ist heute parteipolitisch unterschiedlicher Ansicht in Österreich, die anderen von Obergrenzen bis zu 100.000, wie gesagt, ich habe schon früher gesagt, Seehofer für die Bundesrepublik Deutschland für 200.000. Es wird eine faktische Obergrenze unter Umständen geben, das ist auch ein Diskussionspunkt, das heißt, wie viel können wir überhaupt verkraften? Und hier geht davon aus, das wird auch eine Situation sein, die die Länder am 20. Jänner bei der Flüchtlingskonferenz mit dem Bund vertreten werden, dass wir mit den Flüchtlingen, die wir im Jahr 2015 gehabt haben, an und für sich bereits die Grenzen vollständig erreicht haben. Vom Bund vorliegen. Das heißt, was passiert in den nächsten 3 Jahren? Es wird eine, irgendwann ist diese Rolle ganz gegen erschöpft und was stellt sich dann vor? Oder was stellt sich der Bund vor? Das ist meine Frage. Also, wir vom Land stellen uns aber für sich momentan nicht viel vor, weil das abhängig ist vom Bund. Nur eben, Moment. Wir werden natürlich auch entsprechend, nachdem wir die Last tragen als Länder im Bereich der Grundversorgung, werden wir natürlich auch die entsprechenden Forderungen stellen. Aber im Wesentlichen ist es der Bund, der hier das Sagen hat, grundsätzlich das Sagen. Und ich muss davon ausgehen, ich muss bei der politischen Ebene bleiben. Wir können derzeit nicht sagen, wie sich das entwickelt. Wir können mit den Prognosen operieren und wir können aber auch davon ausgehen, dass der Bund jederzeit, erstens einmal die Quote im Namen des Durchgriffsrechts entweder verlängern oder erhöht und er kann auch den Zeitraum verlängern. Also das nicht bis 2018 geht, sondern darüber hinaus. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wenn Europa nicht funktioniert und wenn man sich in Europa dann schon langsam darauf verständigt, wirklich nicht nur ein Förderungsverteiler zu sein, sondern auch eine Solidarität an den Tag legt und man entsprechende Mechanismen findet, die die Flüchtlingsströme ein und andere für sich strukturieren, dann werden wir wahrscheinlich sicherlich Probleme bekommen. Und ich sage ganz ehrlich, die verschiedenen Bereiche wissen selber, was man tut. Ja, vielen Dank dazu. Sie haben eine politische Frage gestellt, auf die nur eine politische Antwort erfolgt. Weder der Hofer Karker noch ich sind Politiker, wir sind politische Menschen. Und wir machen uns schon auch Gedanken über das, was Sie jetzt gesagt haben. Und es ist ein offenes Geheimnis. Und der Hofer Karker hat es nobel gesagt, ich sage es ein bisschen deutlicher. Die normative Kraft des Faktischen, also mein Politiker, mein Minister, Verteidigungsminister, wird die Grenzen ziehen. Und diese Obergrenzen, über die da heute diskutiert wird und wo die Landesanwälte unterschiedliche Meinungen haben, über die wird man reden müssen. Und die vernünftigste Äußerung, die ich heute in den Medien von einem der Landesanwälte Österreichs gehört habe, war die vom Landeshauptmann der Steiermark, der Landeshauptmann Schützler, verzog. Man wird ohne Scham vor dem Mund und mit sachlichen Überlegungen über eine Obergrenze reden muss. Dass es jedem klar ist, dass wir irgendwann an der Grenze angelangt sein werden, das ist ein Faktum, dass diese Grenze wahrscheinlich eher erreicht wird, als manchen lieb ist, ist auch ein Faktum. Und wenn man davon ausgeht, dass wir von den rund 60.000, denen Asyl gewährt werden wird, in spätestens 3 Jahren noch einen Faktor 4-mal so viel, also 240.000 dazurechnen müssen, dann werden wir schon über Zahlen, über die wir uns noch nicht wirklich zumindest von Seiten der Bundesregierung
Lösungen geschenkt wird. Weil letztlich ist es schon recht, wenn man sagt, man hilft, und es ist auch eine Pflicht zu helfen. Und ich meine, ich glaube, bei Kriegsflüchtlingen gibt es in dem Soll niemanden, der sagt, dass man hier nicht helfen muss. Aber auch wie hier wird es Grenzen geben. Das ist ein Faktum. Das werden die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre bringen. Und ich glaube, die entscheidende Lösung für uns in Österreich und für uns in Europa kann nur sein, wenn es gelingt, dass man die Ursachen für die Kriegsflucht ändert. Die Ursachen für die Wirtschaftsflucht kann man nicht ändern. Die Leute gehen, aber denen kann ich sagen, lieber Freund, das Boot ist voll. Aber einen Kriegsflüchtling kann ich nicht abschicken. Das geht nicht. Und daher ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, auch eine politische Antwort, dass man dafür Sorge trägt, dass diese Konflikte, die uns jetzt diese Kriegsflüchtlinge bescheren, dass die so gut wie möglich gelöst werden. Da ist meine Hoffnung allerdings nicht sehr groß, weil wenn ich mir anschaue, was sich gerade in dem Raum abspielt, aus dem die Großzahl der Flüchtlinge kommt, nämlich Syrer, Irakis und Afghanistan, die jetzt bei uns als Kriegsflüchtlinge aufschlagen und kommen und auch weiterkommen werden, da ist meine Hoffnung relativ gering. Nichtsdestotrotz, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich glaube, dass der Ernst der Lage von vielen erkannt wurde. Auch das ist heute mit der Schwere von Schweden und von Dänemark klar zum Ausdruck gekommen. Das ist eine Entwicklung, da sind wir mittendrin. Die Aufgabe von Wolfgang Kalker und von uns Bezirkshauptleuten ist es, für die, die da sind, Unterkünfte zu finden. Und das sind da. Und da reden wir nicht über die kommen werden, sondern da reden wir über die da sind. Die Verteilung ist schwierig genug, der Wolfgang Kalker hat gesagt, ca. 30% Kinder, ca. 15% Frauen, der Rest Männer. Das ist eine schwierige Verteilung, da wird es manche Orte geben. Und es gibt sie auch in unserem Bezirk, wo nicht die glückliche Lage eintreten wird, wie hier in die Woche, dass Familien hinkommen, sondern wir haben durchaus auch Orte in unserem Bezirk, wo es überwiegend Männer gibt, überwiegend junge Männer gibt, mit allen Problemen. Und die sind da und wir müssen was tun, das ist unser Geschäft. Ich glaube, das Entscheidende für Sie hier in dem Buch ist es, die Überlegung nachzuvollziehen, die der Kalker skizziert hat. Machen wir selber was oder lassen wir mit uns machen, was wir nicht wollen? Und wenn wir selbst nichts machen, das ist auch der Grund, warum der Frau Kalker und ich durch den Bezirk gerade zur Umgebung gefahren sind und mit den Bürgermeistern der großen Gemeinden, die es als eine große Gemeinde gesprochen haben, wir haben gebeten, machen wir selber was. Weil wenn wir selber nichts machen, dann wird mit uns gemacht. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe seit September mit dem Schwarzen Freizeitzentrum, dem zweitgrößten Grundversorgungslager des Bundes Landkreis Gießen, so viel Sorgen, dass ich nicht ein zweites Bremsstätten brauche, sondern wir sind einige gescheiterte Bochs im Bezirk viel lieber als noch ein paar Schäden. Ich möchte nur ganz kurz ergänzen, weil es sagt, es sitzt kein Politiker rum und ein ganz kleiner Politiker darf ich nur sagen, ich setze mich auch in allen Kräne, die weiter nach oben gehen, dafür ein, dass wenn es nicht möglich ist, dass die sich auf EU-Ebene einigen, dann bin ich schon vor einem halben Jahr dafür eingetreten, dem Beispiel, das heute Dänemark gemacht hat, wie er gesagt hat, der Bezirksordnung, faktische Grenzen zu setzen. Weil einfach, ich glaube, dass die anderen Länder in Europa sich nicht mehr überreden lassen werden, durch die man schon drüber steht, sondern dass die anscheinend da gezwungen werden müssen, die zu helfen. Weil ich glaube, das ist, wie es gesagt worden ist, nur ein Problem, das man gemeinsam lösen kann. Und ja, kommen wir zur nächsten Frage. Mein Name ist Franz Schuster, Herr Hofer, ich hätte eine andere Frage. Man hat im Vortrag gehört, dass bei dir ein Balkon ausrufen ist und adaptieren, und das ist das, was mich wirklich stört. Überall, was hinkommt, heißt, wir können nicht nehmen, das ist nicht für Flüchtlinge geeignet.
In der Kirche hat gesagt, die ist gut genug für unsere Soldaten, wir sind seit Sieg geworden drinnen. Und jetzt kommen die Flüchtlinge ein, die sagen, aber ein Container, 90.000 Euro. Und sein kleinstes einmal die alleinerziehenden Frauen, die armen Familien, die wollten bleiben, die uns nichts erleben und nichts verlassen. Bisschen aber müssen Sie mir zugestehen. Man hat seinerzeit im Jahr 2012 um die Landesflüchtlingsreferenten Mindeststandards für die Quartiere von Flüchtlingen. Da war drinnen, also Sie innerhalb von 3 Minuten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und Brandschutzmaßnahmen und so weiter. Wir haben damit sofort in der Steiermark aufgehört. Wir haben im September schon aufgehört und haben innerhalb von 14 Tagen ein Gesetz gemacht, wo wir diese Mindeststandards so flexibel gestaltet haben, dass wir mit Fug und Recht sagen können, diejenigen, die bei uns hineinwohnen können, das muss auch gut genug sein für die Flüchtlinge. Und das passiert auch. Wir sind immer davon ausgegangen, jetzt in der letzten Zeit, wir kennen es uns nicht aus. Ich sage ganz ehrlich, wir kennen es uns nicht aus. Es ist jedes Quartier heute recht, wo wir eine Benutzungsbewilligung von Bürgermeister haben und die auch, wo unsere Leute wohnen. Und so schaut es grundsätzlich aus. Wir können uns das nicht mehr leisten, dass wir die Quartiere anschauen. Dann schaut es uns an, seitens der Bezirksverwaltungsbehörde, dass Mindeststandards an Sicherheitselementen da sind. Das muss uns so geschehen, weil da geht es ja auch um entsprechende Verantwortung. Aber grundsätzlich kein besseres Quartier als für jenes, was für unsere Leute gut genug ist. Mein Name ist Peter Spülitzer und ich lese gerade auch zukünftige Phase der Integration. Und da müsste ich ganz kurz was erörtern. Und zwar war das kurz vor Weihnachten am Schlossberg oben in der Weihnachtsfeier einer Firma. Und die ist ja lustig und überrennt gewesen. Und auf einmal fürchterlicher Gestank draußen irgendwo. Und die Leute müssen nicht ausgehalten, sind einer sich rausgeschickt, nachzuschauen, was da los ist. Und da hat er festgestellt, dass ungefähr ein Dutzend Afghanen und ein Plastikflaschen verbrannt. So, derjenige ist hingegangen, hat die Leute gebeten, bitte seid so nett und hört es auf, jetzt feiert er drinnen, wir halten das nicht auf. Aus. Da fiel es fürchterlich beschimpft worden, da sind andere Männer rausgegangen von dieser Feier, da ist ein Tumult entstanden. Die Afghanen haben die Gürtel runtergenommen von ihren Hosen und haben auf die Männer eingedroschen. Dann wollte eine Frau das Ganze auseinanderziehen und irgendwie das Ganze beenden, hat einen Schufer bekommen und ist mit einem Schädelbogen ins Spital gekommen. Das ist nur der Vorschlag. Jetzt möchte ich Folgendes sagen, die Afghanen sind in den letzten Monaten die Gruppe, die am häufigsten als Asylant nach Österreich kommt. Jetzt habe ich nachgelesen, in Amerika, in Washington D.C., wurde von der Pew Research Zentrale festgehalten, erkennt, 99% der Afghanen sind nach wie vor für die Scharia, 39% sind dafür, dass weiterhin Terroristen bei uns landen und 80% Analphabeten. Wie wollen Sie diese Leute integrieren? Das ist meine Frage. Wie wollen Sie das? Wie der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, einfach keine Mitte mehr, es gibt entweder nur ein Ja oder
Ich habe durch meinen Beruf das Glück, einerseits, dass ich mit Flüchtlingen zusammenkomme, die absolut positiv zu sehen sind und die wirklich vor Angst und Terror und flüchten. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Pech, dass ich mit jenen zu tun habe, die aus welchen Gründen auch immer zu uns kommen und sich grundsätzlich nicht an das halten, an das sich jeder Österreicher halten muss. Das ist die Gesetze. Die Afghanen, das wird der Herr Bezirks hat man vermutlich auch bestätigt, sind für die Sicherheitskräfte momentan das größte Problem. Wir haben mit den Afghanen und auch mit den Tschetschenen am meisten zu tun. Das Problem ist auch, dass die Herrschaften sehr gut miteinander vernetzt sind. Also die erscheinen in Österreich, sie schlagen hier bei uns auf und sind 2 Stunden später schon bei bekannten Gruppen.